Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Spyro 3. Wir machen weiter, nachdem wir die verlorene Flotte versucht haben zu bereinigen, was nicht ganz funktioniert hat. Jetzt machen wir danach den Zaubern der Grad. Naja, mal gucken. Klingt komisch, ist aber so. Aber Eintritt im bezaubernder Grad. Was ist das bitte? Spyro, wir brauchen dringend deine Hilfe. Die bösen Katzenzauberer aus Felinia haben unsere Burg gestürmt und unsere Prinzessin gefangen genommen. Wenn wir sie nicht sofort aufhalten, werden sie zwingen, Prinz Azrael zu heiraten. Oh nein! Ja, wir haben erstmal noch genug Zeit, um ein paar Edelsteine einzusammeln. Bin mal gespannt, ob wir es vielleicht auch schaffen. Kann ich hochklettern? Ja, Tatsache. Hat ja ein bisschen Zeit hier. Zauberkatzen. So. Beeil dich, Spyro. Wenn wir nicht sofort zur Burg gehen, zwingen sie die Prinzessin, diesen Verlierer Prinz Azrael zu heiraten. Ja, lasst mich doch erstmal hier in Ruhe meine Edelsteine einsammeln. Die machen direkt einen Stress von Anfang an. Man hat hier den... Oh, das ist ein Leben. Das ist schön. Guten Tag. Oh, hui. Selber schuld, wenn du da rauskommst. So. Und habe ich erstmal hier unten alles. Die passe ich eigentlich durch. Komme trotzdem nicht durch. Ja, so war es aber so in solchen Spielen. War ja auch schon in Teil 1 und 2 so. So, jetzt holen wir uns erstmal die Leben. Sicher verlieren wir dadurch ein Leben. Hey. Nee, einmal Nummer 1 und Nummer 2. Dann haben wir 8 Leben wieder. Immerhin. Wird auch, glaube ich, nötig sein, um die vielleicht nächsten Endgegner zu besiegen. Das sehen wir dann. Ich weiß, warum ist das Ding umgekippt? Was gerade eben auch umgekippt? Nein, ich. Okay, das war. Oh. Das Level erinnert mich an eins von Teil 1. Da waren auch immer die Leute, die immer die groß gemacht haben, dass man die nicht mehr umrennen konnte. Oder einfach Sachen. Och man, jetzt komme ich sowieso nicht durch. Egal, was ich mache. Jawohl. Ach man. Wir brauchen einen anderen. Oh, was will der denn schon wieder? Wenn wir da so viel Kohle haben, ist unglaublich. So, wie komme ich jetzt dahin? Oh, da habe ich zermatscht. Ja. Kannst du mir helfen? Dann eben nicht. Niemals. Haha. Nun, Spyro, heute ist dein Glückstag. Die Zauberer und ich haben einen kleinen Handel geschlossen. Wenn du einfach eine kleine Gebühr zahlst, fahren sie die Treppe aus und lassen dich passieren. Natürlich. Wenn du schon 600 Edelsteine bekommst, du viel? Eine weise Wahl, Spyro. Ich sage den Zauberern, dass sie die Treppe sofort ausfahren sollen. Viel Glück bei der Befreiung der Prinzessin oder bei was auch immer du vorhast. Woher weiß denn der das? Jetzt war sowas von klar. Nein! Das war nein! Och Mann! Jawohl, wir haben es geschafft. Nein! Nein! So Säure gewesen, ganz toll. Wo bin ich denn jetzt? Wieder an der Treppe. Nix da. Komm auch her. Er trifft mich sogar noch. Wie kriege ich euch da hinten? Wo kriege ich die gar nicht? Naja, erstmal. Nein! Oh, verdammt!
da gerade ein Edelstein runtergefallen. Das ist nicht so gut, wenn ein Edelstein runterfällt. Oh nein! Deut mich doch nicht runter! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Prinz Asriel und seine Katzenarmee wollen unsere arme Prinzessin entführen. Ja, erst ist sie entführt, dann ist sie auf einmal nicht mehr entführt. Was geht ab hier? Mysteriös. So. Okay, jetzt. Da ist ein Ei. Schnapp mir das Ei. So. Benjamin. Ich hätte gern so ein Tierchen. Boah, das war... Ja. Deswegen will ich Sparks haben. Ah, ich bin direkt hier. Das ist perfekt. So, geh auch kaputt. Das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich die beiden Leben, die ich extra bekommen sollte, schon wieder komplett aufgebraucht. Aber in Ordnung. Jetzt machen wir so. Och man, lass mich das scheiß mal durch, ey, du Idiot. Alter, das ist doch nicht wahr, Mann. Hier, friss. So, haben wir mit Staffel Ruhe. Treffer fällt trotzdem noch ein, ganz toll. Oh, Glück gehabt. Nein, ui. Wieso lebst du wieder? Hä? So, ich hab die Edelsteine. Ne, gib du! Edelsteine gar nicht eingesammelt gehabt von dem. Und hab. Probieren kann man es ja nochmal, weil hier sind ja noch mehrere Zauberkatzen. Verteilt. Die kann man jetzt schön abschießen. Das bringt was. Getroffen ist getroffen. So, meins. Perfekt. Wehe. Nein, nein, nein. Ich hab mich schon gewarnt, wehe, er schiebt mich runter, ey. Ach, hier geht's auch weiter. Boah, nein, nein, Birch. Hier. Dumme Katze. Ich mag zwar Katzen, aber trotzdem. Puh. Damit ist das Tor wieder offen. Schweres Level, okay. Okay, wenn ich schon am Laufen bin, habe ich Glück. Ein Frosch, danke sehr. Sehr hilfreich war das. Die auch noch. Ich bin schon rundlaufen, ey. Aber ist ja egal, solange wir Edelsteine bekommen. Mein Gott. Achso, ich dachte, wie komme ich jetzt dahin? Dumme Katze. Was ist die Prinzessin? Oh. Hi, Spyro. Ist Prinz Asriel nicht hinreißend? Die anderen Elfen und Zauberer wollen nicht, dass wir heiraten. Deshalb reißen wir aus. Übrigens, Asriel sagt, dass du dieses Ei bekommst, wenn du niemandem erzählst, wo wir hin sind. Okay. Die wollen also zusammen sein. Naja.
Wenn sie meinen. Boah, voll geil. Okay, bin ich wieder am Anfang. Auch nicht schlecht. Okay, dann geht's wieder zurück. So, einmal. Nein, da geht's weiter. Jetzt hin. Oh, da ist wieder so eine Vase. Das ist ganz toll. Wo ist die denn? So hoch komme ich, glaube ich, nicht. Oh, Rundgang. Oh, Wachtmeister. So, damit gehen wir wieder zum Wachtmeister. Schönen Tag noch, Spyro. Ich würde gern bleiben und quatschen, aber ich bin spät dran für eine Verabredung mit einer Elfenfreundin von mir. Sie ist nur eine Freundin, verstehst du? Eine rein platonische Freundschaft. Es ist auf gar keinen Fall eine Verletzung des Militärprotokolls. Was? Warum siehst du mich so an? War nur eine Scheiße oder was? Wo warst du, James? Wir wollten uns vor einer Stunde im Tempel treffen. Und komme nicht wieder mit dem Quatsch von wegen nationaler Sicherheit. Ist wohl sowieso egal. Der ganze Tempel wimmelt von fiesen Katzenhexen. Wir müssen unser Treffen wohl abblasen. Außer wenn du gegen die Hexen kämpfen willst. Natürlich. Wir gegen die kämpfen, wo sind sie? Oh. Was? Einen noch, komm her. Ach ne, hui, hui, hui. Ah, diese Raketenwerfer sind also doch nicht nur zur Zierde da. Nun, ich hoffe, du zielst besser, als du pünktlich bist, denn da sind noch viel mehr Hexen im Tempel. Okay, ich kriege schon ein Ei dafür. Ich habe auch gar keinen Sparks mehr, das ist auch nur gut. Ich flatter mal noch ein bisschen und gehe ein bisschen. Ey, so ist einfacher. Weil die müssen mich angreifen. Weil wenn ich auf die Offensive gehe, oh ja. Wenn ich in die Offensive gehe, dann sterbe ich. Wow, 5 Leben nur noch. Das Level hat mir einiges an Leben gekostet. Wo warst du, James? Ja. Alles neu. Kommt die Kätzchen raus. Kommt her. Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Hey. Hallo? Ich hab grad... Ach, jetzt da. Wurde einmal getroffen, toll. Zur Info, wir gehen gerade der Bildschirm aus. Keine Ahnung warum. Ah, diese Raketenwerfer sind also doch nicht nur zur Zierde da. Doch, sind sie. Ich hoffe, weil ich habe wieder Sparks, wieder 2 Leben verloren. Eins unabsichtlich. Einfach direkt reinschießen. Vielleicht treffe ich mal eine Katze mal. Ja, einen habe ich getroffen. 2 habe ich getroffen. Ausgewichen. 3. Okay, jetzt lade ich wieder. Hui, man sollte nicht zu früh schießen, auch nicht zu spät. Kätzchen. Okay, 2 Kätzchen, wo sind sie? Oh!
Jawohl. Puh. Ich muss zugeben, James, ich bin beeindruckt. Es sind allerdings immer noch ein paar Hexen übrig. Und diesmal meinen sie es ernst. Sie haben sogar den Boden in tödlichen blauen Schleim verwandelt. Nimm dich in Acht, okay? Och, nee. Das ist nicht gut. Das wird schief gehen. Wow, jetzt greifen die sogar so an. Na, ganz toll. Es wird schwerer als erwartet. Das Problem ist, dass ich hier auch die Leben verliere. Ich muss alles wieder von neu machen. Ach, ganz toll. Wo warst du, Jen? Ist mir jetzt scheißegal, wo ich war. Mann, ich verliere doch alle Leben hier. Schießen, schießen, vielleicht treffe ich mal wieder eine. Okay, das ist eine Down-Taktik. Einfach nur still stehen bleiben und schießen. Uiuiui, komm her. Jawohl. Ah, diese Raketenwerfer sind also... Doch, sind alles nur Schau. Das ist ein Fenster. Ah, ich komme nicht raus, okay. Wow, Katzen, Katzen, Katzen. Zu viele Katzen auf einmal. Ach, die machen die Fenster kaputt. Also, ey, ich hab doch getroffen. So, hui. Ich muss zugeben, James, ich bin Ja. James, der Wachtmeister. Hat sich ja gut funktioniert, was wir so gemacht haben hier. Ich hoffe, ich treffe wieder eine. Das vorher. Bevor alle draußen sind. Okay, so kann man auch treffen. Wow, nicht angreifen so rum. Komm schon. Nein! Zwei Stück noch. Wo sind diese miesen, fiesen Kätzchen? Oh nein. Eins gegen eins. Jawohl. Du hast es geschafft, James. Ich wusste, dass du nicht umsonst der Führer der Kolibri-Widerstandsbewegung bist. Jetzt haben wir den Tempel ganz für uns. Aber erst habe ich noch ein Geschenk für dich. Danke sehr. Abby. Der dritte Drache, den wir befreit haben. So. Reingehen kann ich glaube ich nicht. Nein. Also ich gehe wieder zurück und dann bin ich wieder Spyro. Das ist ein Level, da verliere ich mehr Leben, als ich bekomme. Und es gibt immer zwei schwarze Level. Ah, ganz wichtig. Komm her. Hä? Jetzt verschwinden die einfach. Okay, jetzt wieder zurück. Ich bin noch ganz schön fertig mit dem Level hier. Ah! Ui! So. In Ordnung. Dann gehen wir ins zweite schwarze Level. Okay. Moment. Damit Sparks zumindest wieder blau. Wenn wir Spyro spielen, haben wir auch noch. Oh ne, das ist die neue Person, die wir dann freischalten wollen. Laut einer Legende lebt auf diesem Berg eine goldene Gans. Ich möchte der Erste auf der Spitze sein, um sie zu fangen. Ich habe gerade sofort Sprieß Ultra Super Wachstumsamen von einem Bären mit einem Sack Edelsteinen gekauft. Er sagte, sie hätten Zauberkräfte, aber nichts passiert. Du kannst welche haben, wenn du willst. Danke. Hm, okay. Funktionieren tun sie doch.
Oh! So ein Hüpfball, geil! Okay, den musst du erstmal wieder wechseln, die beiden jetzt. Du dahin. Und du dahin. Oh. Jawohl. Frisch neue Samen. Ach, da sind sie. Erstmal dahin und du dann auf die andere Seite. Und immer gleich jetzt was machen müssen. Boing. Boing. Ist noch eine Same. Hä? Schön, dass ich jetzt einen Samen habe, aber was will ich damit? Und da hinten komme ich auch nicht rein. Nehme ich einen neuen Samen, hat andere. Ein bisschen Pause. Klingt zwar doof, aber. Boing. Achso, ich muss den Mund haben. Okay, dann nehmen wir den mit. Jetzt habe ich das verstanden, warum da diese eine Same ist. Dahin. So. Ein merkwürdiges Level. Da kommt er. Ich habe dieses Ei auf dem Weg hier hochgefunden. Ich glaube, eine goldene Gans hat es gelegt. Wir müssen weiter. Wir sind fast oben. Okay. Shelly. Hallo Shelly, willkommen auf der Welt. Du machst das klasse bis jetzt. Nimm doch noch zwei Samen. Oh, zwei Pinke. Da ist noch einer. Uiuiui, drei Stück Dreck. So, mal rein. So, nehmen wir die hier. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viele, oder? Obwohl, scheinbar doch. Ja. Eieiei. Habe ich den Sprung gebaut? Bist du da drauf? Ja, ich hab doch reingesprüht. Hier. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Oh nein! Okay, ja, vielleicht muss ich erst hinten, dann vorne einpflanzen. Ja. Schon komisch. Oh, hier sind wieder drei Stück. Uiuiui. So weiter. Ich glaube, da oben ist dann die goldene Gans. Oder gelbe Gans, keine Ahnung. Ich glaube, danach müssen wir einfach nur kurz ein bisschen was machen, dann ist das Level sauber. Und mal gucken, ob ich schon die Folge so lassen kann direkt. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich die direkt schaffen würde. Auf Anhieb. Weil nach diesem Zuhause hier werde ich sowieso, wollte ich sowieso. Falsch. Hä? Scheinbar falsch. Nee, doch nicht.
Doch, falsch. Irgendwas falsch rumgemacht gerade. Moment. Das da rein mal. Das bringt genauso wenig. Kommt der auch nicht dahin? Ich bin verwirrt. Okay, hier haben wir den Startpunkt dann. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber vielleicht wird die Pflanze dann größer, die eine Pflanze. Nö. Schon merkwürdig. Wollte ich glaube mir einfach so noch nur nochmal eine lila, ne? Wenn die jetzt nicht. Ah, dann komme ich nicht hoch. Das ist ärgerlich jetzt. Okay, wir probieren es. Ja, toll probiert. Echt unglaublich. Toll! Scheiß Pilz. Schmeiß dich einfach runter. Und jetzt? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich gehe davon aus, dass die gelbe doch zum Anfang muss. Nach Kabel. Dann muss die gelbe doch, finde ich, hier hin. Wo schmeiß ich die hin? Dahin. Du dann da hin. Oh Gott. Du dahin. Das könnte funktionieren. Dann bin ich aber hier. Bin trotzdem nicht drauf. Jetzt bin ich echt verwirrt. Warte, Moment. Vielleicht muss ich auch zurückrennen. Den mitnehmen. Den einpflanzen. Haha. Machen wir es halt so. Das muss auch erstmal kommen. Was? Wow. Jawohl! 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 Ja, wo kommst du denn bitte her? Endlich! Ich habe die legendäre goldene Gans gefunden! Du kannst noch eins ihrer Eier als Souvenir haben! Danke sehr! Chuck! Danke, danke! Kabum. Okay, ich dachte schon, das Ding ist. Uiuiuiui. Ganz schön viele Edelsteine. Ich habe jetzt alle. Ja. So, damit jetzt können wir da wieder zum Ausgang. Habe ich überhaupt alle wirklich eingesammelt, alles? So, Abendseewelten. Frostaltar fehlt mir noch ein Ei. Und bei, hier fehlt mir auch ein Ei noch. Feuerwerksfabrik habe ich auch übersehen. Aber ein bisschen fehlt noch. Aber das machen wir dann erst später, wo wir die, wenn wir die sauber machen.
Außer ich finde jetzt alles. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich jetzt hinrennen müsste noch. Ja, hier haben wir noch ein Kätzchen. Einen Moment. Eine Sache habe ich noch, wo ich nachkontrollieren muss. Hier. Guten Tag, Kätzchen. Komm schon. Schön. Was? Ach, Menno. Und wir werden den Stamm mal reinballern. Erstmal will ich nämlich alle Drachen haben, bevor ich die ganzen Edelsteine einsammle. Das waren unsere Edelsteine. Was ich gerade will, was machen unsere Edelsteine? Cool. Hab die gar nicht auf der Agenda gehabt gerade. So, wenn ich nämlich alle Dracheneier habe, dann brauche ich am Schluss nicht mehr nach Dracheneiern zu suchen. So. Ich hatte nämlich noch eine Vermutung vielleicht, wo ein Ei sein könnte, oder das letzte Ei. Hier. Nein. Schön, dass du mich zappst. Da oben ist ein Ei. Da oben ist ein Ei. Ich hab das Ei gefunden. Und ich glaube, das wird eine mega lange Folge hier. So langsam habe ich die Vermutung dazu. Ah, das ist der Eingang. Ich brauche noch mal bis da oben hinzurennen. Probieren wir es mal. Schaffen, glaube ich, würde ich nicht. Oh, doch. Mü ist befreit. Atschü. Gesundheit. Okay, damit haben wir alle Dracheneier, ja? Und dann kommen wir später wieder, um die restlichen Edelsteine einzusammeln. Ja, erstmal wieder rausschmeißen lassen. Ist aber jetzt nicht so schlimm, aber hat es im zweiten Part auch gemacht. Im zweiten Teil, nicht im zweiten Part. Naja. Hallo, ich dachte, du wärst vielleicht hungrig. Danke. Hast du Pommes mitgebracht? Tut mir leid, was passiert ist, aber ich hatte versucht, euch zu warnen. Ich musste Spyro helfen, die Eier zu retten. Du verstehst nicht. Wenn wir die Drachen nicht in diese Welt zurückbringen, verlieren wir all unsere Zauberkraft. Die Drachen lebten früher hier? Ja. Dies war ihre alte Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie und zwang sie, auf der anderen Seite der Welt zu bleiben. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Kraft waren. Vielleicht könnte ich die Drachen überzeugen, zurückzukommen. Wenn du mich gehen lässt. Tut mir leid, ich kann nicht. Naja. Mit sage und schreibe 4 Leben kommen wir aus diesem Level wieder raus. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall beim Zusehen. Auch wenn die Folge ein bisschen geschnitten war. Weil ich bei den Pilzen da ein bisschen lang gebraucht hatte. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Aber bis zur nächsten Folge. Ciao.